Jeder, der schon einmal mit einem Narzissten zu tun hatte, weiß um die Kräfte, die an uns zerren und ziehen, wenn wir mit einem Narzissten zusammen sind. Nicht umsonst werden Narzissten auch Energieräuber oder Energievampire genannt. Am Ende der Beziehung bekommt man von einem Narzissten zu hören: Du Baby, was ist nur los mit dir? Am Anfang der Beziehung warst du ein ganz anderer Mensch. Schau doch mal in den Spiegel, du bist sowas von saft- und kraftlos. Und du schaust schön brav in den Spiegel und stellst fest, dass dein toxischer Partner recht hat. Dass er genau dafür verantwortlich ist, dass du genau in diesem Zustand bist, in dem du dich gerade befindest, sieht er natürlich nicht. Er, der Narzisst, hat dir alle Energie und Lebensfreude genommen. Du kannst einen Narzissten tatsächlich mit einem schwarzen Loch vergleichen. Ein schwarzes Loch, jeder kennt es, ist ein Objekt im Weltall, welches alles, was ihm zu nahe kommt, verschlingt. Schwarze Löcher besitzen eine geradezu unwiderstehliche Anziehung. In diesem Video schauen wir einmal auf die Parallelen zwischen einem Narzissten und dem Phänomen schwarzes Loch. Nach dem Intro geht's los. Auch ohne, dass wir mit einem Narzissten eine Partnerschaft haben, können wir spüren, dass wir es bei einem Narzissten mit einem Menschen zu tun haben, der an uns zieht. Es ist wirklich wie mit einem schwarzen Loch. Du kommst in die Nähe dieses schwarzen Lochs und registrierst, dass dich etwas aus deiner Bahn bringen möchte. Also im Universum fährt ja jedes Objekt, egal ob Planet, Komet, Stern oder ganze Galaxien, auf seiner ganz eigenen Bahn. Und manchmal kreuzen sich diese Bahnen. Das ist dann, wenn ein Meteor mit dem Planeten Erde Bekanntschaft macht und verglüht. Manchmal kommen sich die Objekte auch nur nah, ohne dass es zu einer Kollision kommt. Und wenn es sich nicht um ein schwarzes Loch handelt, dann endet dieses sich nahe kommen auch nicht mit der Zerstörung des anderen Objekts. Kommst du nun aber in die Nähe eines Narzissten, dann merkst du, dass etwas ungewöhnlich an dir zieht. Gerade grandiose Narzissten besitzen ja Charme, sind beredt, oft beruflich in guter Position. Sie sind äußerlich meist auch sehr attraktiv. Ja, und der ein oder andere fühlt sich nun zu diesem Menschen hingezogen. So mancher denkt sich: Mensch, von dem könnte ich mir eine Scheibe abschneiden. Es kann sein, dass du dich in der Gegenwart eines solchen Menschen automatisch kleiner als sonst fühlst. Du kannst dieses Gefühl vielleicht nicht benennen, aber es ist da. Und in dem Moment, wo du schon denkst, boah, ey, von dem könnte ich mir echt eine Scheibe abschneiden, fühlst du dich schon kleiner als dein Gegenüber. Das ist ein automatisch gar nicht wirklich wahrgenommener Prozess, den du gerade durchlebst. Würdest du in diesem Moment einen Fachmann an deiner Seite haben, der sich mit Körperarbeit auskennt, dann könnte dir dieser Fachmann ganz genau aufzeigen, dass sich dieses Gefühl auch schon im Körper manifestiert hat. Er kann dir dann aufzeigen, dass du vielleicht gerade ein ganz enges Gefühl im Hals hast oder dass du das Schwitzen angefangen hast. Unser Körper lügt nicht und sendet uns immer Signale. Das wohl bekannteste Signal, was uns der Körper schickt, ist wohl das Bauchgefühl. So oft habe ich in meinen Videos vom Bauchgefühl geredet, welches uns warnt. Und so oft habe ich darauf hingewiesen, dass es unser Kopf ist, der das Bauchgefühl sehr oft wegredet oder schlichtweg ignoriert. Wenn du in der Nähe eines Narzissten bist, wirst du unter Umständen in seinen Bann gezogen. Und dieses Ziehen kann man, wie gesagt, bemerken. Noch intensiver wird das Ziehen, wenn der Narzisst ein Auge auf dich geworfen hat und du als potenzielle Partnerin in Betracht kommst. Der Narzisst ist ja nicht nur einfach nur ein schwarzes Loch, welches so ganz unbeteiligt im Weltall umherdümpelt. Nein, ein Narzisst ist ein lebendiges schwarzes Loch. Und dieses schwarze Loch verlässt nun seinen angestammten Platz, seine Bahn und nimmt Kurs auf dich. Jetzt wird es gefährlich.
Es gibt ja Menschen, die immun gegen Narzissten sind. Ich habe darüber extra ein Video gedreht. Aber es gibt eben auch Menschen, die anfällig sind für Narzissten. Und das sind nicht wenige, wie das ganz normale Leben zeigt. Und diese Menschen sehen nun das schwarze Loch auf sie zurollen. Die Vernichtungsmaschine schlechthin. Aber sie sehen kein schwarzes Loch, sondern einen strahlenden Stern. Ein Menschen, der all die Eigenschaft zu haben scheint, wonach sich derjenige, / diejenige, immer gesehnt hat. Ein Narzisst ist ein Meister der Illusion. Er hat schon in frühester Kindheit gelernt, dass Schauspielern die einzige Lösung ist, durchs Leben zu kommen. Und so hat er sich ein schillerndes Gewand angelegt, eine Maske der Freundlichkeit, der Wärme und Liebe aufgesetzt und nimmt nun, wie gesagt, Kurs auf dich. Jetzt wird der Sog nahezu unermesslich. Du denkst, du bist im siebten Himmel. Wo war dieser Mensch nur all die Jahre? Dir werden Geschenke gemacht, ihr fahrt gemeinsam in den tollsten Urlaub. Dir wird die Welt zu Füßen gelegt und du bist hin und weg. Nach dieser Lovebombingsphase wird der Sog nun noch größer, weil jetzt bist du im Traumaband gefangen. Gefangen im Stockholm-Syndrom. Es hat sich nun eine körperliche und psychische Abhängigkeit eingestellt. Die Lovebombing-Phase ist vorbei und jetzt beginnt das Push-and-Pull-Spiel. Das Heiß- und Kalt-Spiel. Das Ergebnis, dein Körper ist geradezu süchtig nach den Hormonen, die dieses Spiel auslöst. Du bist nun gefangen im Nebel einer toxischen Beziehung. Du hast den Kontakt zu dir selbst verloren. Dein Selbst ist gerade auf dem direkten Weg in das schwarze Loch. Du weißt nicht mehr, was richtig und falsch ist und fängst an, dir die Schuld an der ganzen Misere zu geben. Und du guckst vielleicht in den Spiegel und Kummer und Verzweiflung schauen zurück. Und du denkst dir, ich glaube, mein Leben verläuft hier gerade in ganz falschen Bahnen und geht hier gerade den Bach runter. Richtig, du bist im Sog des schwarzen Lochs. Aber was ist es, was den Narzissten zu einem schwarzen Loch werden lässt? Googelt einmal, was ein schwarzes Loch ist. Dann bekommt man zur Antwort, schwarze Löcher bestehen nicht aus Materie, obwohl sie eine große Masse besitzen. Ja, das ist so ein Widerspruch in sich, aber ein Narzisst ist ein Widerspruch in sich. Sie verschlingen alles, was in ihre Nähe kommt und besitzen eine geradezu unwiderstehliche Anziehung. Ja, treffender kann man doch einen Narzissten nicht beschreiben. Im übertragenen Sinne kann man sagen, so wie die schwarzen Löcher keine Materie haben, haben Narzissten keinerlei Persönlichkeit und kein wirkliches Ich. So viele Zuschauer haben schon von den toten, leeren Augen eines Narzissten gesprochen, wo wirklich kein Licht brannte und niemand zu Hause war. Genau das ist ein Narzisst. Narzissten haben keine echte Persönlichkeit, weil sie niemals eine Persönlichkeit entwickeln durften. Sie haben eine Scheinidentität angenommen, genauso wie die fleischfressenden Pflanzen, die von ihrem Erscheinungsbild und Gerüchen her den Insekten vermitteln, hey, ich bin komplett harmlos, komm mal her, ich habe was ganz Leckeres für dich. Ja, ein Narzisst muss sich diese Scheinidentität zulegen, weil er, wie gesagt, keine wirkliche, keine echte Persönlichkeit hat. Ein Narzisst hat es auch niemals gelernt, für sich selbst zu sorgen. Ein Narzisst wird immer gezwungen sein, im Außen zu suchen, was ihm fehlt. Auf dieser Suche nach Zufuhr ist er unersättlich. Du kannst ihm alles geben, was du an Wärme und Zuneigung und Liebe hast. Der grandiose Narzisst wird einmal Gulp machen und fragen, war das schon alles? Die verdeckte Narzisstin wird sagen, ach, das kann ich doch nicht annehmen. Sich aber insgeheim denken, das kann ich doch nicht annehmen. Das kann ich doch nicht annehmen, dass das schon alles ist. Genau aus diesem Grunde werden Narzissten Energieräuber oder Energievampire genannt. Oder eben wie jetzt hier in diesem Video schwarze Löcher. Weil es langt, wie gesagt, nicht lediglich zu sagen, sie sind Energievampire. Nein, das Ausmaß der Zerstörung ist um einiges gewaltiger. Narzissten sind nicht nur Energievampire, sondern letztendlich darauf aus, dich zu zerstören. Das, was dich ausmacht, deine Lebensfreude, deinen Mut, deine Hilfsbereitschaft, deine Güte, deine Fähigkeit zu lieben, wird aus dir herausgesaugt. Und übrig bleibt eine Marionette, die er nun nach Belieben tanzen lassen kann oder auch einfach in die Ecke legen kann.
Das Problem, welches ein Narzisst, wie gesagt, hat, ist, dass er immer weiter auf Zufuhr aus ist. Er kann sich nicht damit zufrieden geben, dass er nun alles aus dir herausgesaugt hat. Das, was er aus dir herausgesaugt hat, hat für ihn keinen Bestand. Deine Zufuhr, die du ihm gegeben hast, ist für ihn wie Wasser, unter das er ein Sieb gestellt hat. Das Wasser wird versickern und verschwinden. All die Liebe, Wärme und Geborgenheit, die du hineingegeben hast, kann er nicht behalten. Deine Liebe verschwindet im Nirvana. Und genau das ist das Dilemma für einen Narzissten. Er ist nun gezwungen, sich eine neue Zufuhrquelle zu suchen. Er wird natürlich keine Verantwortung für sein Verhalten übernehmen, sondern dir und allen anderen sagen, dass du ihn ja so enttäuscht hättest und du bist nicht mehr die Person, die du einmal warst. Du wärst diejenige, die ihn betrogen hätte. Du hättest dich ja die ganze Zeit verstellt und nun zeigst du dein wahres Gesicht. Und ab diesem Zeitpunkt wird das schwarze Loch seine Bahn ändern und Kurs auf das nächste Opfer nehmen. Das ist dann der Discard, den der Narzisst dir gibt. Fazit: Wenn du merkst, der Mensch gegenüber wirft dich im wahrsten Sinne des Wortes aus der Bahn, dann ändere deinen Kurs und halte Abstand und bleib in deiner Mitte. So, ihr Lieben, ich hoffe, ich habe euch jetzt mit diesem Video weiterhelfen können. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.